Hallo und herzlich willkommen im Wald. Eigentlich wollte ich versuchen, ein Video mit Feuer, Licht zu produzieren, stelle aber fest, dass dafür meine Kamera bzw. mein Feuer beides nicht ausreicht. Ich werde jetzt mal versuchen, das Feuer nochmal in einen etwas helleren Zustand zu bekommen und dann mal gucken, wie weit ich damit komme. So, Advent, Advent, mein Feuer jetzt nun brennt. Jawohl, ich hoffe, das brennt jetzt eine Weile, damit ich ein bisschen was erzählen kann. Und zwar, ich hatte ja bei meinem allerersten Video schon mal angemerkt, dass ich mich irgendwann mal zum Messerrecht auslassen werde. Und das hatte ich jetzt eigentlich vor, eben im Lichte meines Feuers, in der Hoffnung, dass das jetzt lange genug brennt, dass das wirklich was wird. Bildqualität dürfte relativ mies sein, aber da, naja, das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Da mal bei den anderen Videos die Bildqualität auch nicht berauschend ist, fällt das wahrscheinlich sowieso niemandem auf. Also. Wie ist das in Deutschland mit dem Messerrecht? Ich glaube, ich lege noch mal ganz kurz was aufs Feuer und dann lege ich aber los. So, das sollte jetzt eine Weile brennen. Also ich beziehe mich bei den meisten Regelungen auf das neue Waffengesetz, das seit April 2008 in Kraft getreten ist. Das war mehr oder weniger als Folge der diversen Schulamokläufe. Hat man sich eben an der Bundesregierung gedacht, wir müssen unser Waffengesetz verschärfen, weil die Leute jeweils zu leicht an die Waffen rangekommen sind. Ja, für Schusswaffen mag das zutreffen. Für Schusswaffen halte ich unser Waffenrecht auch für relativ schlüssig und sinnvoll. Bei Messern gibt es so ein paar eigenartige Regelungen, die vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn machen, meiner Meinung nach. Aber gut, Gesetz ist Gesetz und deshalb werde ich mal erklären, worum es eigentlich geht. Wichtig ist zunächst mal zu wissen, was eigentlich eine Waffe ist. Eine Waffe sind, Achtung, ich lese ab, tragbare Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoßwaffen. Bezieht sich jetzt eben nicht auf die Schusswaffen, also auf alle anderen Waffen außer Schusswaffen. Die Definition von Schusswaffen können wir uns, glaube ich, sparen. So, dann gibt es noch was anderes, nämlich Waffen sind auch Dinge, die ohne dazu bestimmt zu sein, ebenfalls dafür geeignet sind, die Menschen zu verletzen und so weiter und so fort. Eine Waffe ist also entweder dazu gedacht, eine Waffe zu sein, also schon als solche gebaut quasi, oder es ist ein Gegenstand, der sich als Waffe eignet und der wird extra in diesem Gesetz benannt. Als Waffe konzipiert sind also alles, was quasi Waffe heißt. Also ein Kampfmesser, ein Messer, das irgendeine Armee in irgendeinem Teil der Welt im Einsatz hat, ist auf jeden Fall auch eine Waffe. Ein zweischneidiges Messer mit besonders guten Sticheigenschaften ist eine Waffe. Also alles, was einigermaßen so aussieht, als könnte es eine Waffe sein, ist laut diesem Gesetz eine Waffe. Was jetzt im Einzelnen Waffe ist und was nicht, ist eigentlich erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur zu wissen, dass man Waffen grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit führen darf. Interessant wäre jetzt natürlich vor allen Dingen, was man denn stattdessen führen darf. Und zwar, das wären im Wesentlichen drei Messertypen, die in der Öffentlichkeit geführt werden dürfen. Führen darf man also Messer mit nicht feststellbarer, beliebig langer Klinge, also ein Schweizer Taschenmesser. Das Lustige ist, theoretisch könnte man ein Schweizer Taschenschwert mit sich herumtragen. Das wäre nicht verboten, davon abgesehen, dass natürlich mit diesem Klappmechanismus den Schweizer Taschenmesser vorweisen, ein Schweizer Taschenschwert wenig Sinn macht, das bei jeder Schwerthieb einklappen würde und einem sämtliche Finger abschneiden. So, dann feststehende Nicht-Klappmesser. Ich nenne sie jetzt extra mal Nicht-Klappmesser, damit jedem klar ist, was gemeint ist. Die dürfen maximal 12 cm Klingenlänge betragen haben. Relativ simpel. Und dann darf man keine Klappmesser mit feststehender Klinge benutzen, die einhändig zu öffnen sind. Das heißt, man darf allerdings wieder jetzt nicht feststehende Messer, die einhändig zu öffnen sind, benutzen. Also ein Schweizer Taschenmesser, das sich mit einem tollen, was auch immer, Mechanismus einhändig öffnen lässt und dann nicht arretiert, darf geführt werden. Das ist überhaupt kein Problem. Nicht führen darf man es hingegen, wenn es arretiert. Ein gutes Beispiel ist das bekannte Bundeswehrmesser. Das ist eines der wenigen Schweizer Taschenmesser, in Anführungszeichen, das arretiert, wenn man es aufklappt. Und damit darf es eigentlich im Prinzip nicht geführt werden, wenn es denn keine Ausnahmen gäbe. Die gibt es aber dazu kommen wir nachher. Auch Klappmesser, die einhändig zu öffnen sind, dürfen nur maximal 12 cm lang sein. Dabei ist Folgendes egal. Die
Klingenbreite, also es kann im Prinzip 5, 6, 7 Zentimeter breite Klinge haben, die kann auch beliebig dick sein, das ist alles völlig egal. Ebenfalls die Klingenform ist völlig egal und auch völlig egal ist, wie man dieses Messer denn dann führt, wenn man es dann führen darf. Das heißt, man kann es verdeckt tragen, man kann es offen tragen, man kann es sich an den Gürtel hängen, man kann sich sehr taktisch irgendwo an die Schulter hängen. Sieht man hier schlecht. Ja, also das ist alles völlig egal. Also man kann mit beliebig vielen Messern auch rumlaufen und sie wirklich auf die matriarchalischste Art und Weise tragen, die einem einfällt. Laut Gesetzgeber ist das alles überhaupt kein Problem. Interessant ist jetzt nun die Frage, was eigentlich das Führen eines Messers ist. Das Führen einer Waffe ist relativ eindeutig geklärt. Das ist nämlich das griffbereite Mit-sich-Führen derselbigen. Allerdings ist ein Messer ja nicht automatisch eine Waffe, weshalb es in dem Gesetz lustigerweise keine Regelung zum Führen eines Messers gibt. Wenn das Messer eine Waffe ist, kann man natürlich die Regeln zum Führen einer Waffe auf das Messer anwenden. Also so wird das Gesetz meistens in der Regel ausgelegt. Und damit bedeutet das, dass man dieses eben nicht mit sich herumtragen darf, und zwar nicht außerhalb des eigenen Grundstücks in der sogenannten Öffentlichkeit. Ich habe lange nachgeforscht, ob der Wald die Öffentlichkeit ist, und leider ja, der Wald ist auch die Öffentlichkeit. Was die Sache zusätzlich kompliziert macht, ist, dass Führen oder Nichtführen eines Messers davon abhängt, ob der zuständige Polizeibeamte oder der Förster der Meinung ist, dass man das Messer führt oder eben nicht. Das heißt, wenn man sein Messer unten in den Rucksack packt und wirklich keinen Zugriff darauf hat, außer vorher den ganzen Rucksack auszuräumen und ähnliches, dann hängt es einfach schlicht und ergreifend davon ab, wie verständnisvoll derjenige ist, der einem beim Führen in Anführungszeichen dieses Messers erwischt. Wenn es der Förster ist, wird er sagen, ach was, das hast du nicht gefühlt, wenn du es unten im Rucksack drin hast. Wenn es ein Polizist ist, naja, ich will dem bösen Polizisten nichts unterstellen, auch den guten nicht. Aber es könnte natürlich passieren, dass dann möglicherweise derjenige der Meinung ist, dass man das Messer doch führt. Lustigerweise darf man Waffen sehr wohl besitzen, man darf sie also eben nur nicht führen. Das heißt, es muss irgendeine Möglichkeit geben, die Waffe, nachdem man sie erworben hat, was man ja auch wieder darf, nach Hause zu bringen, ohne sie zu führen. Und das passiert in einem verschlossenen Behälter. Was ist jetzt wieder ein verschlossener Behälter? Ein verschlossener Behälter ist ein Behälter, den man verschließen kann. Also irgendeine Tasche tut's auch mit einem Reißverschluss, einem doppelseitigen quasi, also zwei Reißverschlusszipper, die man zusammenzieht und dann ein kleines Schloss dran macht. Winzig kleines Schloss reicht völlig aus, muss kein stabiles Schloss sein, die Tasche muss nicht stabil sein, das ist völlig egal. Es geht nur darum, dass das Ganze in einem verschlossenen Behältnis irgendeiner Art ist. Das gilt normalerweise eigentlich primär für Schusswaffen. Man kann es aber natürlich auch auf Messer anwenden, die eine Waffe sind. Insbesondere in Bayern, wird das so gemacht. Da gibt es vom Landesministerium sogar eine offizielle Verlautbarung, dass das eben so geregelt werden kann, wenn man ein Waffenmesser mit sich führen möchte. Wenn man jetzt mit einem Messer im Wald rumrennen, das länger als 12 cm ist oder einhändig zu öffnen ist, braucht man A. ein berechtigtes Interesse oder B. einen allgemein anerkannten Zweck. Ein berechtigtes Interesse ist vor allen Dingen die Entschuldigung, die Berufsausübung, Sport und Brauchtumspflege. Brauchtumspflege heißt im Wesentlichen, wenn ich irgendwie als traditioneller Jäger in meinem traditionellen Jagdausfit auf einem Jägervolksfest oder ähnlichem rumlaufe, darf ich es auch nicht mitnehmen, weil dann diese Volksfest-Ausnahmeregelung gilt. Aber wenn ich zum Jägerstammtisch gehe mit meinem traditionellen Jägeroutfit, an dem mein Hirschfänger von 20 cm Länge hängt, dann darf mir den keiner wegnehmen und mir das auch keiner verbieten. Recht allgemein gehalten ist der Begriff Sport. Sport trifft vor allen Dingen beispielsweise beim Einhandsmesser zu, wenn man klettern geht, weil dann braucht man ein einhändig zu öffnendes Messer, falls man ganz schnell das Seil durchschneiden muss, damit der unter einem hängt, auch runterfällt. Ja, mag grausam klingen, gilt aber tatsächlich als anerkannte Variante, um ein Einhandmesser mit sich führen zu dürfen.
Die Berufsausübung beinhaltet natürlich das Führen eines Messers als Soldat, und zwar insbesondere das Bundeswehr-Taschenmesser, das ja einhändig zu öffnen ist und arretiert, also feststehend ist, dürfte man eigentlich nicht mit sich rumtragen, wenn man dann nicht als Beruf Soldat ist und deshalb zum Mitführen eines solchen Messers, ja gut, verpflichtet in Anführungszeichen, eigentlich schon ist. Auch Jäger müssen natürlich in der Lage sein, ihr Messer ins Jagdrevier zu führen, ohne es extra wegschließen zu müssen, bis sie im Jagdrevier angekommen sind. Im Jagdrevier selber haben sie ja sowieso die Waffenbesitzkarte und die Berechtigung, im Jagdrevier mit einer Waffe rumzurennen, also auch mit der Schusswaffe natürlich. Aber wenn ihr weder Soldat noch Jäger seid, wird es beruflich schwierig. Auch anerkannt sind natürlich Waldarbeiten, also jeder Waldarbeiter, der während der Arbeitszeit auch noch ein entsprechendes Einhandtaschenmesser mit sich führt, um mal einen kleinen Zweig vom Baum abzuschneiden, den er mit der Säge nicht richtig erwischt hat oder ähnliches oder was bei der Axt übrig geblieben ist, als er mit der Axt nicht richtig zugehauen hat, der darf dafür auch ein Einhandmesser schnell hernehmen, weil es einfach nicht zumutbar ist, dass er da jedes Mal beide Hände hernehmen muss und die Produktivität darunter leiden würde, wenn er dafür ein Zweihandmesser benutzen würde. Doof bei dieser Regelung ist jetzt allerdings, dass man natürlich auch sagen könnte, ja, aber warum hat der Waldarbeiter oder der Jäger dann nicht einfach ein feststehendes Messer mit maximal 12 cm Klinge am Gürtel? Das kann er auch einhändig ziehen und hat es dann auch sofort griffbereit. Fragwürdig. Die Sportregelung hilft Otto Normalverbraucher dann auch nicht wirklich weiter, weil eben bis auf das Klettern keine Sportart bisher offiziell anerkannt ist, dass man dafür ein Messer braucht, das unter das Führungsverbot fällt. Jetzt hocke ich im Rauch. Waldläufer sein ist zwar nur möglicherweise sogar eine anerkannte Sportart, das ist allerdings auch relativ egal, weil es keinen Grund gibt, weshalb man ein wirklich langes Messer zum im Wald rumlaufen wirklich führen müsste. Insbesondere wenn einen der Förster erwischt und man dem erzählt, dass man sich durchs Unterholz haut, dann sagt er einem, dass das Sachbeschädigung ist und man seine Jungbestände damit kaputt macht, wenn man sich durchs Unterholz haut. Davon abgesehen, ich kenne keinen Waldbestand in Deutschland, in dem man sich wirklich mit dem Messer durchhauen muss und dann auch noch schneller vorankommt, als wenn man einfach dran vorbeigeht, beziehungsweise durchkriecht oder sonst was tut. Die einzige Ausnahme ist die Brombeerhecke, und in der Brombeerhecke ist mit dem Messer drauf rumhauen auch wieder eine bescheuerte Idee, weil wenn man das Zeug abhaut, schlägt es einem ins Gesicht, ans Bein und sonst wohin. Also kann ich mir auch nicht erklären, dass durch die Brombeerhecke hauen wirklich als gute Ausrede fungieren würde, außer derjenige, der einen kontrolliert, ist dann wieder der Polizeibeamte und der hat keine Ahnung von dem Wald rumlaufen. Dann könnte es eventuell durchgehen oder ihm ist es schlicht und ergreifend egal. Also vielleicht ist deutlich geworden, dass das Führungsverbot von den Messern, die unter das Führungsverbot fallen, relativ willkürlich auszulegen ist. Es gibt wenig wirklich stichhaltige Gründe, weshalb man ein mehr als 12 cm langes Messer braucht, beziehungsweise dieses unbedingt einhändig zu öffnen sein muss. Also schwierig, wirklich schwierig. Es mag Leute geben, denen das dann relativ egal ist, insbesondere wenn man damit im Wald rumläuft. Es gibt sogar eine Aussage von Herrn Dr. Schäuble, dass das Führen im Wald eines sogenannten Fahrtenmessers von bis zu 25 cm Länge erlaubt ist. Andererseits eine andere Abgeordnete, deren Namen ich vergessen habe, behauptet das Gegenteil. Die meint, nein, dafür gibt es keinen Grund. Und rein technisch gesehen, ja, ich weiß auch wirklich nicht genau, wozu das genau gut sein soll, ein 25 cm langes Messer im Wald mit sich herumzuschleppen. Auch wenn ich auch große Messer eigentlich mag, aber so wirklich die unbedingte Notwendigkeit, wird schwierig. Was ist jetzt die Besonderheit bei Messern, die unter das Führungsverbot fallen und gleichzeitig eine Waffe sind? Achtung, es kann auch sein, dass ein Messer unter das Führungsverbot fällt und keine Waffe ist, wenn es einfach nur ein Einhandmesser ist von meinetwegen 10 cm Klingenlänge, dann fällt es ja auch unter das Führungsverbot, ist aber keine Waffe, nicht zwingend, also kann es natürlich auch. Messer, die aber zusätzlich auch noch eine Waffe sind, die haben den Nachteil, dass wenn man sie mit sich führt und irgendwas Verbotenes tut, hat man das mit einer Waffe getan. Und zweitens, wenn man eine Waffe mit sich führt, ist man verpflichtet, immer den Personalausweis mit sich zu führen, damit man nachweisen kann, warum man jetzt denn nun eine Waffe führt und damit durch die Gegend rennt. Und man braucht natürlich noch einen Grund, weshalb man wirklich eine Waffe führen darf. Und das ist halt eben bei einer Waffe erheblich schwieriger als nur bei einem Messer, das unter das Führungsverbot fällt. Zum Beispiel ein Filetiermesser, wenn man einen Fisch dabei hat,
Dann kann man vielleicht noch begründen, dass man ein Filetiermesser braucht, wenn man seinen Fisch beim Picknick filetieren möchte. Das gilt dann allerdings natürlich nur für das Filetiermesser und nicht für irgendein 30 cm Kampfmesser, weil man seinen Fisch mit dem 30 cm Kampfmesser filetieren möchte. Wirkt unglaubwürdig. Überhaupt ist der Markt an zivilen Messern so übersättigt, dass es eigentlich keinen sinnvollen Grund gibt, weshalb man für eine bestimmte Anwendung unbedingt ein Kampfmesser mit sich führen möchte, außer kämpfen. Und kämpfen, jetzt ist dunkel, da bin ich wieder. Kämpfen ist tatsächlich sogar im Gesetz geregelt, dass Selbstverteidigung, sonstige Kampfzwecke und ähnliches kein Grund sind, ein Messer mit sich zu führen. Also das ist extra sogar drin, dass man das nicht darf. Also Selbstverteidigung, kein allgemeingültiger oder anerkannter Zweck oder sonst was. Was ist jetzt abgesehen davon, dass man Messer, die länger als 12 cm sind, eigentlich seltenst braucht, abgesehen davon, dass die natürlich cool sind, am Waffengesetz auszusetzen? Naja, zum Beispiel, eine Waffe ist eine Armbrust. Warum? Weil man bei einer Armbrust die Sehne arretieren kann und dann quasi zielen und irgendwann ein Knöpfchen drücken und dann fliegt der Bolzen los. Aus irgendwelchen Gründen gilt das eher als Waffe als zum Beispiel ein Bogen, der ist nämlich keine. Völlig egal, wie stark der ist, was für Pfeile man verwendet, spielt keine Rolle. Ein Bogen ist keine Waffe. Den darf man so ganz allgemein mit sich herumtragen. Das ist auch kein verbotener Gegenstand. Wer also Lust hat, im Wald rumzurennen und dabei mit dem Bogen durch die Gegend zu laufen und auf alle möglichen Bäume zu schießen, was der Förster nicht sehen sollte, der darf das gerne tun. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für die Machete. Völlig bescheuert. Die Machete ist kein Messer, sondern ein Werkzeug und da darf daher besonders beliebig lang sein, beliebig geformt, beliebig, völlig egal, solange sie nicht als Waffe konzipiert wurde. Also die Machete muss immer noch als Machete konzipiert worden sein, also man muss damit in irgendeiner Form Grünzeug, Holz oder ähnliches abhacken können, dann ist es keine Waffe, sondern ein Werkzeug und dann darf man das mit sich führen. Völlig idiotisch. Das Beispiel Machete ist besonders deswegen hirnrissig, weil das Gesetz ja theoretisch vorsieht, als Waffe verwendbare Gegenstände auch als solche zu kennzeichnen, wenn sie dann im Gesetz genannt sind. Das ist eine Machete aber nicht. Hingegen die Armbrust und interessanterweise auch eine Schleuder mit Armstütze, mit der man dann besonders kräftig irgendwelche Dinge durch die Gegend schießen kann. Also gemeint ist so eine Gummischleuder, so ein V-förmiges Holz oder sonstiges Material mit einem Gummi dran, auch Zwille genannt. Also nicht die antike Schleuder, die im Prinzip aus einem Lederriemen besteht, in dem man einen Stein einlegt, dann im Kreis dreht und irgendwie so loslässt, dass der dahin fliegt, wo er hin soll. Super kompliziert, das ist auch übrigens erlaubt. Ist relativ tödlich, David hat damit bekanntlich Goliath besiegt, aber ja, macht nichts. Von meinem Feuer ist leider kaum noch was übrig. Ich hätte natürlich mehr Holz sammeln können. Wo war ich stehen geblieben? Wichtig wäre noch zu sagen, dass es auch Messer gibt, die schlicht und ergreifend verboten sind. Die fallen unter verbotener Gegenstand, die darf man nicht besitzen, kaufen oder sonst irgendwas damit tun. Und das sind Fallmesser, also im Prinzip mein Opinel aus meinem Messervideo. Wobei man sich da schön streiten kann, ist ein Messer, das zufällig kaputt gegangen in Anführungszeichen ist und jetzt zum Fallmesser geworden ist, deshalb wirklich ein verbotener Gegenstand, ist die Frage, inwieweit das jetzt zutrifft oder nicht und gesetzliche Regelungen gibt es dazu im Übrigen keine. Dann wäre da das Butterfly. Das macht vielleicht Sinn, das ist ja wirklich eigentlich auch eine Waffe, aber aus irgendwelchen Gründen ist die mehr verboten als irgendein 30 cm Kampfmesser. Und ein Springmesser, das macht vielleicht wirklich Sinn, weil man die relativ schnell ziehen, dann springen sie auf und dann kann man damit theoretisch jemanden sofort abstechen. Ja, deshalb wird es verboten sein. Wie gesagt, also man kann auch mit jedem anderen Messer jemanden abstechen. Ist alles so ein bisschen. Man fragt sich, was das soll. Des Weiteren sind Faustmesser verboten, also Messer, bei denen die Klinge quasi hier zwischen den Fingern hervorragen würde. Ah Mann, das mit dem Licht ist echt super hier. Und Wurfsterne und ähnliches, also sämtliche Wurfobjekte, die kein Wurfmesser sind, aber Klingen besitzen.
Und zu guter Letzt noch Alltagsgegenstände, in denen sich eine Klinge verbirgt. Also zum Beispiel der gute alte Stockdegen, der Regenschirm mit einem Messer drin, das Bambuskatana. Gut, das ist ein Schwert, das ist sowieso eine Waffe. Aber dadurch ist es nicht verboten. Aber theoretisch wäre ein Katana, das wirklich in einem Alltagsgegenstand, wie wirklich ein Bambusrohr, den man nicht ansieht, dass ein Katana drin ist, wäre eigentlich in Deutschland ein verbotener Gegenstand. Lustigerweise darf man die trotzdem kaufen. Ist wohl noch niemandem aufgefallen, dass das theoretisch ein verbotener Gegenstand wäre. So, jetzt hocke ich hier schon lang genug. Man sollte vielleicht noch kurz darauf eingehen, wie man jetzt am besten mit dem Waffengesetz jetzt nun umgeht. Also im Wald, hoppla. Also im Wald gibt es überhaupt keinen Präzedenzfall, dass mal irgendwer wegen einem großen Messer im Wald irgendwie Schwierigkeiten bekommen hätte. Ist noch nie vorgekommen, das kontrolliert im Wald niemand, die Polizei ist im Wald nicht und der Förster hat anderes zu tun. Also, wo kein Kläger, da kein Richter, verboten ist es deswegen allerdings trotzdem. Also so rein rechtlich gesehen. Des Weiteren wäre darauf hinzuweisen, Also mit meinem Glock-Feldmesser gehe ich folgendermaßen vor. Ich verstaue es ganz unten im Rucksack, gehe dann irgendwo hin, wo ich irgendwelches Holz spalten möchte oder ähnliches, wozu ich wirklich dann ein großes, stabiles Messer brauche, hole es dann raus, spalte damit mein Holz und packe es wieder unten in den Rucksack. Also ja, ich nehme es also wirklich nur her, wenn ich es verwenden möchte. Und sollte mich mal jemand darauf ansprechen, dann gehe ich sehr davon aus, dass es der Förster, damit ein Kollege und damit der auch der Meinung ist, dass es jetzt nicht so dramatisch ist, dass ich mit einem Kampfmesser mein Holz spalte und nicht mir dafür extra ein, was auch immer, Holzspaltemesser gekauft habe. Mit der Axt wäre es ja im Übrigen völlig legal. Und keine Einhandmesser, naja. Also da kann man ja theoretisch wirklich ein 12 cm langes Gürtelmesser nehmen, das feststehend ist und das im Supermarkt oder sonst wo auch immer mit rumrennen und das einfach mal ziehen, wenn man mal gerade irgendwas schneiden möchte. Wobei, wichtig wäre natürlich noch zu wissen, dass Supermärkte und ähnliches durchaus AGBs haben, in denen dann das Mitführen von Messern in den Supermärkten verboten ist. Und zwar allgemein, also völlig egal, was für ein Messer. Also auch das Schweizer Taschenmesser, auch nicht die kleine Klinge des Schweizer Taschenmessers und auch nicht mein Hutmesser. Das ist ungefähr so groß. Dürfte ich im Prinzip auch nicht mitführen. Natürlich wird das nie jemand feststellen können, außer die haben jetzt dieses Video gesehen und betreiben einen Supermarkt, in den ich will. Naja, also im Wesentlichen ist es eigentlich Auslegungssache. Es hängt auch davon ab, wer das Ganze kontrolliert, ob es überhaupt jemals irgendwer kontrolliert und... Oh, mein Feuer wird wieder heller. Ja. Und damit kratze ich jetzt die letzten Reste meines Feuerchens zusammen. Wünsche euch einen schönen Abend, bedanke mich fürs Zugucken und wenn ihr noch eine Frage zum Messerrecht habt, gerne her damit. Im Übrigen auch gerne jede andere Frage, die ihr zu irgendwas habt und die miese Qualität bitte ich natürlich wieder zu entschuldigen, aber ich hatte einfach wahnsinns Bock, ein Video am Feuer zu machen und wusste nicht, ob das funktioniert oder nicht. Und so viel Zeit habe ich nicht, dass ich jetzt irgendwie an einem anderen Tag das Ganze nochmal mache. Also, vielen Dank und wünsche euch einen schönen Abend oder eine schöne Woche und was auch immer und viel Spaß bei was auch immer. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Auf dem Rückweg hier, wir haben schönen Vollmond. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat, aber da ist gerade irgendein großer Vogel weggeflogen. Das passt ja perfekt zu meinem kleinen Nachtrag. Ich wollte eine kleine Vorschau machen auf irgendwann demnächst mein Video Dinge, vor denen man nachts im Wald keine Angst haben muss und schöne Erklärungen, weshalb die eigentlich gar nicht gruselig sind. Ja, das habe ich irgendwie demnächst geplant. Aber jetzt macht's gut, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.